Bücher scheint auch sehr interessant zu sein, wenn es um wahre Begebenheiten geht. Ah, und auch das. Ah, ich sehe gerade, die Community ist auch mittlerweile anwesend. Ja, Grüße. Grüßeng. Schön, dass ihr hier seid. Ja, ihr seht gerade, ich bin ziemlich sehr beschäftigt, wenn es um neue Berichte geht über paranormale Vorkommnisse. Und ich komme irgendwie nicht davon weg, denn ich stoße immer wieder auf neue, interessante Artikel. Es gibt nämlich einen Schriftsteller aus dem Jahre 1265, wie ich hier gerade sehe, von dem niemand weiß, wie er einst ausgesehen haben sollte. Und angeblich wurde hier jetzt durch eine neue Gesichtsrekonstruktion Dichters und Philosophen Dante Alighieri enthüllt. Na, das möchte ich euch jetzt einmal präsentieren. Ich denke mal, dass es nicht ganz mysteriös ist, aber ich denke mal, dass es sehr gut in unseren Strange hineinpassen würde. Ja, und ich werde euch diesen Artikel einmal präsentieren. Denn Dante wurde 1265 geboren und ist vor allem für das Schreiben bekannt. Die göttlichen Komödie, dies wird allgemein als eines der wichtigsten Werke der westlichen Literatur angesehen, die jemals zu Papier gebracht wurden. Geschrieben im Laufe von 13 Jahren und kurz vor Dantes eigenem Tod fertiggestellt, wird diskutiert der Zustand der Seele nach dem Tod und präsentiert ein Bild der göttlichen Gerechtigkeit, das als angemessenen Bestrafung oder Belohnung dargestellt wird. Besonders unvergesslich sind die Beschreibungen seines des Gedichts über die neue Höhlenkreise, die mit dem Abstieg immer schrecklicher werden. Mehr als 700 Jahre nach Dantes Tod hat der brasilianische Grafikexperte Cicero Morales sein Gesicht mit Hilfe moderner Rekonstruktionstechniken sorgfältig nachgebildet. Hat Cicero vielleicht seine eigene Fantasie verwendet, um vielleicht eine Möglichkeit zu erschaffen, wie sein Gesicht ausgesehen haben könnte? Nicht ganz so. Denn zu diesem Zweck verwendet er und sein Team 1921 eine Analyse der Knochen des Dichters sowie moderne Beschreibungen seines Aussehens, um eine genaue Ähnlichkeit zu erstellen. Denn die meisten historischen Beschreibungen basieren auf den Informationen in der Biografie von Dante, die von Schriftstellern Boccaccio verfasst wurde, sagte Moraes. Nämlich, dass ein Individuum mittlerer Größe war, etwas gebeugt mit einem langen Gesicht, einer Aquiliumnase und Augen, die größer als klein waren. Boccaccio kannte Dante jedoch nicht persönlich und sammelte Berichte von Menschen, die dem Dichter nahe standen und bei ihm lebten. Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass Dante einen überdurchschnittlichen großen Schädel hatte. Es gibt eine große Debatte darüber, dass ein größeres Gehirn mit größeren Intelligenz ausgestattet ist, sagte Moraes. Könnte es sein, dass vielleicht der Dichter vielleicht kein menschliches Wesen war? Eine Inkarnation eines Außerirdischen vielleicht? Oder kam er doch von einem anderen fernen Planeten? Auch wenn wir diesen Ansatz ignorieren, ist es eine Tatsache, dass dann das Werk, das eines Genies Individuums war, ein großer Dichter in seiner Zeit. Hier wurde sicherlich eine genaue Recherche betrieben, um das Gesicht von diesem berühmten Künstler einmal grafisch darzustellen. Hatte der Dichter wirklich ein größeres Gehirn oder litt er vielleicht an einer Art Krankheit? Ihr könnt selber entscheiden. In dem nächsten Bericht geht es um einen Bericht, der vielleicht für UFO-Fallermittler sehr interessant sein könnte. Denn Anfang März wurde in der Ukraine an einem Frontabschnitt ein unbekanntes fliegendes Objekt gesichtet. Die Männer, die eine Aufklärungsdrohne bedient hatten, entdeckten eine breite, dünne Scheibe, die in der Ferne schwebte. Es ist sicherlich nicht überraschend, heutzutage militärische Flugeinheiten über der Ukraine am Himmel zu sehen. Aber dieses spezielle Video, das Anfang März in den Social Medien die Runde gemacht hat, zeigt keine gewöhnliche Militäreinheit. Das Filmmaterial wurde von Soldaten des 406. Bataillons der ukrainischen Streitkräfte UAF über die Wärmebildkamera eines Quadrocopters Aufklärungsdrohne der Marke Mavic 3D der DJI gedreht.
Im Hintergrund ist zu hören, wie die Männer über das Objekt diskutieren. »Verdammt, ich sage dir, es ist ein UFO, es steht still«, sagte einer von ihnen. »Zoomen Sie mehr heran, es steht still, siehst du das?« »Kann ich's auf der Wärmebildkamera sehen? Vielleicht Rahmen oder was ist das?« Aus heutiger Sicht bleibt unklar, wo genau das Filmmaterial aufgenommen wurde oder wo sich das Objekt befinden könnte. Das originale Video werde ich euch nämlich auch in der Videobeschreibung verlinken, denn das Ganze könnte vielleicht auch für diverse Fallermittler sehr interessant sein. Es stellt sich die Frage, was haben diese Soldaten dort an dem besagten Tag am Himmel gesehen? Einige Online-Seiten haben mittlerweile verkündet, dass es sich bei dieser Sichtung um eine Art Fata Morgana handeln könnte, eine Art Luftspiegelung oder ähnliches. Aber was wäre, wenn dieses Objekt wirklich echt ist? Man versucht in allen Möglichkeiten eine logische Erklärung zu finden, aber manchmal ist es durchaus nicht möglich. Wie schon erwähnt, ihr findet das Originalvideo in der Videobeschreibung. Wenn es sich um dieses Objekt wirklich um ein außerirdisches Objekt handeln könnte, dann sind diese fremde Wesen bestimmt Beobachter und sind vielleicht ein wenig besorgt über die Entwicklung der Lage auf diesem Planeten, besonders an den Frontabschnitten. Denn UFOs werden ja auch hauptsächlich an AKW-Anlagen gesichtet. Unsere Reise geht weiter nach Tschernobyl. Es ist bekannt, dass in Tschernobyl viele Wölfe unterwegs sind. Aber angeblich haben diese Wölfe eine Art Resistenz gegen Krebs entwickelt. Denn die Tierwelt, die immer noch die Sperrzonen von Tschernobyl besuchen, scheint einige ungewöhnliche biologische Veränderungen vorgenommen zu haben. Denn am 26. April des Jahres 1986 ereignete sich der katastrophale Unfall im Reaktor 4 im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Nordukraine. In dieser Zeit wurden nicht nur Tausende von Menschen gefährlicher Strahlungswerten ausgesetzt, sondern auch die Tierwelt. Denn das gesamte Gebiet ist für Tausende von Jahren unbewohnbar geworden. Der Vorfall hat sich in die Geschichte verankert und wird nicht nur als eine der schlimmsten Katastrophe der modernen Menschheitsgeschichte angesehen, sondern man hat auch die Gefahr der Kernenergie erkannt. Fotografien der verlassenen Stadt Pripyat mit ihren heruntergekommenen Hochhäusern und dem leeren Riesenrad ist es eine Erinnerung an die damalige Zeit geworden, was sich einst dort ereignet hatte. Aber während die Menschen ferngeblieben sind, scheint es der lokalen Tierwelt überraschend gut gegangen zu sein. Einer neuen Studie zufolge scheinen graue Wölfe, die das Gebiet um den Kernreaktor zu ihrem Zuhause gemacht haben, Anpassungen entwickelt zu haben, die es ihnen ermöglicht, trotz der erhöhten Strahlung zu gedeihen. Um mehr zu erfahren, befestigte der Evolutionsbiologe und Ökotoxikologe Dr. Karloff von der Princeton University einige Wölfe Funkhalsbänder, um mehr über ihre Bewegungen zu erfahren. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Wölfe jeden Tag ihres Lebens mehr als dem sechsfachen Strahlungswert ausgesetzt sind. Darüber hinaus scheinen die Tiere das Immunsystem verändert zu haben, ähnlich wie es bei einem Menschen der Fall sein könnte, der sich einer Bestrahlung unterzieht. Dr. Love entdeckte auch, dass Teile der genetischen Informationen der Wölfe besonders widerstandsfähig gegen Krebs geworden sind. Dr. Love sagt, dies ist wichtig, da die Untersuchung solcher Schutzmutationen eines Tages Wissenschaftler helfen könnte, Vorbeugungen, Behandlungen bei Menschen zu entwickeln. Dies könnte durchaus dann ein weiterer Durchbruch der Krebsforschung sein, um krebserkrankte Menschen zu heilen. In manchen Hinsichten scheint die Natur das Ganze von selbst zu regeln. Dann sind wir einfach mal gespannt, wie weit sich die Krebsforschung in den kommenden Jahren entwickeln wird. Wir können nur darauf hoffen, dass es eines Tages ein Heilmittel gegen verschiedene Krebsarten geben wird. Denn der Krebs ist mittlerweile eine tödliche Volkskrankheit geworden. Von Tschernobyl aus reisen wir weiter Richtung Japan, und zwar nach Hokkaido. Denn dort soll es eine Höhle geben, wo Menschen auf mysteriöse Weise verschwinden.
denn das Ahun-Ruparu-Höhlensystem befindet sich am Fuße des Otokoyama in der japanischen Region Hokkaido. Ein Entdecker hat in dieser Region eine Höhle entdeckt, die unter einem Berg versteckt ist, welche Einheimische als Eingang zur Hölle bezeichnen. Die ländliche Stadt Bipu hat rund 4000 Einwohner und ist normalerweise nur ein Zwischenstopp, wenn Reisende ein paar Meilen weiter in die geschäftige Stadt Ashikawa reisen. Seiichi Nakazawa war auf dem Weg durch den Norden des Landes, als ihm jemand auf seiner Reise von einer Höhle erzählte, die angeblich ein Portal zur feurigen Grube ist. Obwohl es viele Geschichten über die Höhle gibt, hatten die meisten Leute, die sie erzählten, sie noch nie selbst gesehen. Zuerst fragte sich der Zora 24 Reports, ob es sich nur um eine Urban-Legende handelte, die sich vielleicht abergläubische Einheimische nur ausgedacht hatten. Er erwartete, durch dichten Wald marschieren zu müssen, um das Tor zu finden, und war fassungslos, ein Schild am Straßenrand zu finden, das auf den höllischen Eingang zeigte. Und die Höhle selbst ist sogar mit einem scharfen Auge von der Straße draußen zu sehen. Der Eingang soll Teil des Ahun-Ruparu-Höhlensystems sein, das von den Mitgliedern der indigenen Ainu-Bevölkerung von Hokkaido benannt wurde. Ein Grund für den Mangel an Informationen über die Höhle könnte sein, dass die Ainu keine geschriebene Sprache haben. Dies bedeutet, dass ihre Folklore und Traditionen mündlich weitergegeben werden müssen. Eine der Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde, handeln von zwei älteren Dorfbewohnern, die sich in die Höhle wagten. Als sie die Höhle betraten, hatten sie ein sehr merkwürdiges Gefühl. Und zur selben Zeit waren sie orientierungslos, als hätte es den Anschein, dass sie in dieser Höhle gefangen waren. Sie konnten gerade noch ihr eigenes Leben retten, als sie zufällig den Ausgang wiederfanden. Einer von ihnen wollte unbedingt in die Höhle zurückkehren, während der andere sagte, er würde diese Höhle niemals mehr betreten, und hinderte auch seinen alten Freund daran, die Höhle ein weiteres Mal zu betreten. Der erste Rentner starb kurz darauf, während der andere noch viele Jahre lebte, was das Geheimnis der Höhle noch verstärkte. Vielleicht aufgrund des örtlichen Aberglaubens wurde vor der Höhle ein riesiges Schild mit den Worten »Nicht eintreten« angebracht. Denn einige Dorfbewohner, die damals die Höhle betraten, sind auf mysteriöse Weise verschwunden und nie mehr aufgetaucht. Der Ermittler Seiichi scheint besorgt zu sein, denn er ist der Meinung, dass vielleicht einige Geisterjäger die Absperrung durchbrechen könnte, um in die Höhle zu gelangen. Seiichi entschied sich, die Warnungen zu beachten und trat nicht ein, sondern ging um den Rücken herum, um zu überprüfen, ob es sich nicht nur um einen Tunnel handelt. Er fand aber nur eine feste Felswand, was bedeutete, dass der einzige Weg nur durch den Höhleneingang führte. Somit bleibt dieses Geheimnis wohl noch offen, denn die Einheimischen sind überzeugt, dass es der Eingang zur Hölle ist. Oder ist die Höhle vielleicht doch ein Portal zu einer Anderswelt? Wer weiß. Man sollte diese Höhle jedoch meiden. Würdet ihr diese Höhle betreten? Schreibt dies doch gerne einmal in die Kommentare. Ich würde sagen, somit sind wir wieder mit unseren Beiträgen am Schluss angekommen und ich würde sagen, wir bleiben noch ein wenig in Japan, um uns ein wenig zu erholen. Wir genießen einfach einmal die Natur und die Folklore dieser Landschaft. Und ich sage auf meiner Seite her, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.